Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und wir hatten jetzt schon so ein paar Wochen im Jahr 2021 hinter uns und ich glaube, es wird Zeit, dass wir mal mit Teil 1 unserer Adept Challenge starten. Und zwar versuche ich heute, mit Elodie zu entkommen und dabei nur ihre einzigartigen Perks zu verwenden. Wir spielen gegen einen Demogorgon. Das ist schon mal gut zu wissen. Die Frage ist, ist der unter uns? Ich glaube ja. Und zwar, die drei einzigartigen Perks in Kurzfassung sind: Wildes Herauswinden. Sollte mich der Killer tragen und läuft durch eine Palette, kann ich ihn stunnen. Ich muss so ein bisschen Fortschritt schon haben beim Herauswinden. Aber ich kann quasi die Palette ziehen und mich somit selber befreien. Das nächste Perk von ihr heißt Einschätzung. Ich kann Truhen mehrfach durchsuchen. Also, ich kann eine Truhe zweimal durchsuchen quasi. Insgesamt kann ich das bei drei Truhen tun. Und das dritte einzigartige Talent von Elodie heißt Täuschung. Ich kann an einem Schrank vorbeilaufen und ich glaube Leertaste drücken. Und ja, der Killer kriegt das Geräusch, als wäre ich in den Schrank gesprungen. Ich hinterlasse in ein paar Sekunden keine Kratzspuren und täusche somit bestenfalls den Killer. Der Killer hat Seelenbrecher dabei. Das heißt, ich bin die ganze Zeit erschöpft. Ist nicht so tragisch. Oh, er war gerade unter mir. Weil ich keine Erschöpfungstalente dabei habe. Ich guck mal, ob ich zum Retten komme. Da war eine Truhe. Ich könnte es euch rein theoretisch zeigen. Mit dem Mehrfach durchsuchen. Ich habe aber schon eine Kiste dabei, ohne Add-ons. Das war auch ein bisschen dumm. Ich habe mich quasi die letzte Sekunde dafür entschieden, die Kiste mitzunehmen. Und hatte keine Zeit mehr für irgendwelche Add-ons. Aber dann ziehen wir so durch. Und zu dritt am Generator geht es doch noch schneller. Ja, schauen wir mal, ob wir entkommen können. Ich hoffe es sehr. Ich muss zugeben, ihr kennt mich, ich spiele immer mit den gleichen Talenten. Es ist für mich tatsächlich eine Herausforderung, ohne Selbstfürsorge, ohne dunkle Wahrnehmung. Oh, da vorne war was. Frage ist, war das der Killer oder war das ein Survivor? Ohne all meine Perks halt quasi zu spielen. Das hat er clever gemacht, der junge Mann. Und er kommt direkt zurück, weil er natürlich... Ne? Ich wollte gerade sagen, er kommt schließlich angezeigt. Sorry, Ace. Wenn ich das Portal schließen möchte. Verdammt! Ich sollte vielleicht unten mal nach dem Generator gucken. Das Portal ist noch da. Ist okay. Oh, hallo. Was machst du hier? Musst du nicht arbeiten? Wir haben zwei Generatoren fertig. Es hing eine Person. Ich finde es so schwierig, auf dieser Map Generatoren zu finden. Es ist wirklich schlimm. Vielleicht ist hier am Ausgang einer. Nein, natürlich nicht. Hier ist einer. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Okay.
ich hätte nicht warten sollen. Das war jetzt halt auch ein richtiger Fail von mir. So, und hier in dem Raum ist halt einfach gar nichts. Nichts. Nichts, nada, niente. Ja. Ah. Doof gelaufen. Hier ist aber jemand in der Nähe. War zu spät im Schrank. Okay, er scheint dort hoch zu gehen. Wenn jetzt die Nähe aus dem Schrank mich rettet, wäre das richtig gut. Er wird sehen, dass sie kommt, weil sie läuft über das Portal. Aber er hat einen Cooldown. Nea, lass uns zusammen zumachen hier. Ja! Das gibt's doch nicht! Ja, geh halt wieder auf mich. Ich hatte Hoffnung. Ich hatte wirklich Hoffnung, dass man es vielleicht schaffen könnte in dieser Runde. Ja, die Hoffnung ist... Ich muss sagen, die Hoffnung ist gestorben. Die Hoffnung ist hinüber. Selbst wenn die den Gen jetzt anmachen, sind es noch zwei Generatoren. Und ich bin tot am Haken. Ich glaube nicht, dass das noch was wird. Nea, der hat sich geportet. Genau, du kannst mich retten. Das Problem ist, wenn ich jetzt eine Kiste finde. Dann lasse ich mich heilen. Ist das ein Plan näher? Er hat Ace. So, dann gehen wir an den Generator. Und ziehen den Generator durch. Und dann schaffen wir es vielleicht doch noch. Das wäre ja mega. Okay, Ace ist auf der anderen Seite der Map. Und da drüben wurde ein Portal zugemacht. Es hat gerade weiß geleuchtet. Es wäre praktisch, wenn die andere retten gehen könnte. Dann können wir hier nämlich durchziehen. Hier hat er gerade kein Portal mehr neben uns, wo er hin kann. Ich sehe halt nicht, was die andere macht. Aber Nea möchte auch durchziehen, wie es aussieht. Okay. Ich wusste nicht, aus welcher Richtung er jetzt kommt. Oh. Er hat mich geblockt, der Rebel. Es tut mir so leid, Ace. Ich habe gehört, wie er aus der... Okay, er ist gerettet. Gehört, wie er aus dem Loch kam.
So. Ich bin wieder verletzt. Er sieht, dass ich hier lang gelaufen bin. Ups. Was wollt ihr hier? Hier ist Sackgasse, Leute. Das wisst ihr. Und wir können uns hier nicht gegenseitig heilen. Ein Konzert hier. Ja, und er hört es. Ich wollte tanken. Es tut mir sehr leid. Entweder hat er Nurse Calling oder einfach richtig gute Ohren und Augen. Mist. Oh, no. Wo ist denn hier noch Gottverdammt nochmal ein Generator? Ich habe keine Ahnung. I see. Er hat die ganzen Generatoren vollgestopft. Ihr werdet jetzt sehen, was ich hier zumache. Und wird hier rüberkommen. Oder? Ist noch drüben. Wow! Have you seen that? Das gesehen? Die ist unter mir gespawnt, die Luke. Sie ist auch tot, oder? Wir sind alle tot am Haken jetzt. Oh, sie ist noch nicht tot. Ich glaube, Ace ist aber noch drüben. Ja, danke, Spiel. Sollen wir mal gucken, ob wir einen Schlüssel finden? Muss er aber weg sein. Sonst hört er das. Er hat neben meinem Generator wieder ein Portal gemacht. Wartet mal. Das stellen wir ab. Und das durchführen wir nochmal. Jetzt ein Schlüssel. Kein Schlüssel. Man kommt halt nicht ran, ohne dass er es sieht. Warum bin ich jetzt hier auch so blöd? Okay, das war's. Oh nein! Ich hab gehofft. Nein, hier ist zu! Verdammt. Warum ist dort auch noch die Tür zu? Ach. Man muss jetzt hier, glaube ich, gerade wirklich mindestens zu zweit an einem Generator sein. Sonst wird das nichts. Er legt seine Portale geschickt neben die Generatoren, sodass er immer sieht, wenn dort jemand drüberläuft oder daneben sitzt. Hallo! Ja, gut. Dann habe ich jetzt halt die Challenge nicht geschafft. Okay. Kann jetzt nicht ändern. Wir versuchen es einfach irgendwann nochmal. Es hat mich aber gefreut, dass ihr da wart.
Auch wenn ich ein bisschen demotiviert war während der Runde. Ja, während der Runde, als wir zwei Gens fertig hatten und irgendwie ständig jemand umfiel. Ich habe dann wieder ein bisschen Hoffnung geschöpft. Aber ja, es sollte nicht sein. Deswegen, wir probieren die Adapt Challenge später nochmal. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis ganz bald. Tschüssi!